Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo auch immer du dich befindest und wann du dir Zeit nimmst für diese Andacht, jetzt und hier sind wir miteinander verbunden, im Glauben an den, der größer ist als das, was wir sehen. Gott, du Quelle unseres Lebens, kehre bei uns ein mit deinem Segen. Unterbreche uns in unserem Alltag und schenke uns einen Moment der Ruhe. Lass uns in deinen Frieden eintauchen und fülle unsere Seelen mit neuer Kraft. Für diesen Tag, für die Woche, für unser Leben. Amen. Gibt es etwas, wofür du so richtig brennst? Wofür du sprichwörtlich Feuer und Flamme bist? Ein Sport zum Beispiel? Oder musizieren? Ich habe kürzlich einen Beitrag über einen 80-Jährigen aus der sächsischen Schweiz gesehen, der jeden Tag, selbst bei eisigen Minusgraden, in die Elbe springt. Das ist für ihn ein unverzichtbares Ritual. Das hat er schon sein Leben lang so gemacht. Morgens in der Elbe baden, das ist für ihn eine wahre Leidenschaft. Es gibt ja auch Fußballer, die selbst mit einer Knieverletzung noch auf dem Platz stehen, weil der Sport für sie eine solche Leidenschaft ist, dass sie einfach nichts davon abhalten kann. Leidenschaft begegnet im alltäglichen Sprachgebrauch andauernd. Da ist die leidenschaftliche Gärtnerin von nebenan. Das Plakat, das ein Eisgenuss verspricht, der die Leidenschaft in mir wecken soll. Oder die Leuchtreklame des Erotikshops, der in großen Lettern Lust und Leidenschaft verspricht. Aber hat das auch wirklich etwas damit zu tun? Wo hört Begeisterung auf und wo fängt Leidenschaft an? Der Volksmund sagt, Leidenschaft ist das, was Leiden schafft. Ich finde da ziemlich viel Wahres dran. Für mich bedeutet Leidenschaft, vor allem Opfer zu bringen. Eine wahre Leidenschaft, die hört nicht dort auf, wo es anstrengend wird oder wehtut. Wahre Leidenschaft zeigt sich oft überhaupt erst im Leiden. Eine Freundin und Kollegin sagte mir vor kurzem scherzhaft, ich leide immer am Predigtschreiben. Und dann, wenn ich sie halte, dann kommt Leidenschaft dabei raus. Ich muss sagen, mir geht das oft ganz genauso. Wenn ich mich für etwas wirklich aufopfere, egal ob das eine Predigt, ein Mensch oder eine Sportart ist, dann funktioniert das nicht ohne Liebe und Leidenschaft. Wahre Leidenschaft gibt es nicht ohne Liebe und wahre Liebe nicht ohne Leidenschaft. In beiden zeigt sich die Bereitschaft für etwas oder jemanden zu leiden. Es bedeutet, sich ganz hinzugeben und selbst zu vergessen. Das macht verletzlich und angreifbar. Auf der anderen Seite ist Leidenschaft so wie ein starker Fels im Meer, der Halt gibt, selbst wenn das Wasser darunter tobt und schäumt, der unerschütterlich ist und feststeht. Für mich ist der Glaube an Gott so ein leidenschaftlicher Fels.
Für den 80-Jährigen aus der sächsischen Schweiz ist es wohl das tägliche Bad in der Elbe. Ich finde jedenfalls, dass so ein unerschütterlicher Fels eine ziemlich schöne Zuversicht ist, die Mut macht zur Leidenschaft. Gibt es in deinem Leben einen solchen Fels? Oder sehnst du dich manchmal danach? In der folgenden Stille bist du herzlich eingeladen, darüber nachzudenken oder auch ein Gebet für dich zu sprechen, egal ob laut oder leise, oder einfach die Stille zu genießen. Du, Gott der Liebe, entfache in uns das Feuer der Leidenschaft. Lass es in uns lodern für die Menschen, die wir lieben, für das, was uns am Herzen liegt, für Freundschaft, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, für dich und für mich, für diese Welt. Amen. Geh in die kommende Zeit im Frieden und mit dem Segen Gottes. Ich wünsche dir gute Musik im Herzen, fröhliche Melodien im Kopf, ein wunderbares Lied auf den Lippen. Ich wünsche dir Hoffnung, wenn alles ausweglos erscheint. Ich wünsche dir, dass Gott jeden Tag eine gute Nachricht für dich bereithält. Ich wünsche dir, dass dein Leben Heil erfährt in Fülle. Ich wünsche deinen Ohren, dass sie das Leise hören und merken, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät.
Ich wünsche dir Gottes Segen, der dich umhüllt wie eine wärmende Decke. Ich wünsche dir, dass dich Gott hält, wenn du fällst.